Leute und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Minecraft Story Mode. Ich habe es doch noch nicht geschafft, dass ich noch einen Part aufnehmen kann. Yay! Und da kommt Annie sofort an. Aber mir egal. Ich nehme jetzt auf. So. Wir waren stehen geblieben bei... beim Ritt zu Ivors Geheimversteck. I feel like we've been riding forever. I am telling you, we cannot go to the far lands. They're not just the edge of our world, but the limits of our comprehension. Ja, fährt. The far lands are a happy accident. Nature's way of keeping life interesting. No, no, no. They are perilous and unpredictable. Purling noise, floating points. These are not matters to be toyed with. Was für Länge? Back up. What exactly are the far lands? Are you being serious? Yeah. The far lands lie at the very edge of all things, where logic gives way to chaos. They're a dangerous place to visit. Moment. And a ridiculous place to construct a laboratory. Just wait until you see it. Do those two never stop arguing? Nope. No, I'm too hungry to care. Yeah. I'm starving. Schön, dass wir alle verhungern. Wir sterben an Hungertod. Swamps are too dangerous. You never know what might be lurking around. Ich schau mich mal um. My stomach. So süß. My stomach. We mustn't linger long. The far lands are just beyond this swamp. Yeah, das hier. So this could be our last chance to find food? Wait, what? Wieso können wir dort bei den Farlands nicht auch Essen bekommen? Hier, guck mal, jetzt kannst du fernsehen. So. Bitte schön, gern geschehen. So, guys. Oh. Jetzt weiß ich ehrlich, woher das Bild ist. Ich habe das Bild von Lucas bei Google gefunden. Und ich habe mich die ganze Zeit so gefragt, von wann ist das Bild? Ich hatte das mir aus einer späteren Episode, aber jetzt weiß ich, woher das ist. Und... könnt ihr noch lässiger da sitzen? Ja, bitte nicht. Mich macht das ja schon wahnsinnig. Ist es hot in hier? Ist es just me oder ist es hot in hier? Schön, dass ihr verhungert. Ich schaue mich um. Nehmen wir erstmal das Sumpfland. Ich weiß nicht, ob das Wasser so ungefährlich ist. Hm. Oh. Kartoffeln! Nehmen! Ich esse sie doch bestimmt nicht! Ich esse bestimmt... naja, besser als gar nichts, ne? Und ganz ehrlich, ich esse sie bestimmt nicht, die armen Leute! Meine Freunde brauchen das! I hope they say that. Have you found any food? I should probably take what I have back to the group. Ja, oder ich schaue mich noch ein bisschen weiter um. Kann ich auch ins Wasser gehen? Ja, ich laufe gegen Bäume. Ich geh mal kurz zurück. Und gehe jetzt zum Sumpfwasser. Vielleicht kriege ich da noch ein bisschen mehr zu essen. Denn es sieht so aus, als wäre da noch was zu essen. Da ist noch mehr Kartoffeln. Nehmen. Fester, fester, fester. Beweg dich schneller, Vibe! Jesse! Nella. Danke. Wer sammelt hier so viele Kartoffeln eigentlich? Wer hat hier so viele Kartoffeln angebaut? Und wie kann ich das auch machen? Ja, ich bin nicht gerade... Hey. Four Potatoes. This is awesome. Ist das Kuchen? Ist das Kuchen? Ist das Kuchen? Ich will Kuchen. Jetzt habe ich Hunger auf Kuchen. Geil. Ist das Kuchen? Eine Hexenhütte. Hexen. Sind Hexen schlecht? Muss ich Angst vor Hexen haben? Ich bin ein totaler Minecraft-Noob, um mal ehrlich zu sein. Muss ich Angst vor Hexen haben? Ich schätze mal. Don't do that! Nothing good ever happens when witches are involved. Oh, okay. The cake. That's enough to feed everyone. It isn't worth it, Jesse. Witches hate trespassers. Besides, there are plenty of potatoes around. Yeah, but... is that a witch? Oh, this is not Jesse, good. We shouldn't be here. Witches are very strong.
We need that cake! I don't care! Ivor, I can't pass this up. I need you to watch my back, okay? I'm telling you, this is a bad idea. Ich weiß, aber ich brauche das für meine Freunde. Meine Freunde brauchen den Kuchen, okay? Just be quick about it. Okay. Ich beeile mich. Eine Truhe. Vielleicht sind da gute Materialien drin. Wow, a potion of leaping. Cool. That's what I need. Ein Kessel. Wonder what horrible stuff's been brewed in there. Oh shit! No! Ich brauche noch den Kuchen! Ich hab den Kuchen noch nicht! Autsch. Nein! Ich hab den Kuchen noch nicht! Nein, verdammt! Ich hab den Kuchen nicht! No! Wieso hab ich nicht einfach den Kuchen genommen? Yeah. Ich komme. Oh, fuck. Hey, you! Witch! Hi! No, jetzt hab ich den Kuchen immer noch nicht. Das tut mir leid, Leute. Everyone, let's get out of here ASAP. ASAP, yep. Ivor said the Farlands are just past the swamp. Wait, where is Ivor? I thought he was with you. Ich hab keine Ahnung. He disappeared outside the witch's hut. Curse that fool of a man. Come on. Oh, mach dich so in etwas Sorgen. Aber trotzdem, ich hab den Kuchen nicht erwischt! Hätte ich den Kuchen bekommen können, ich hätte den Kuchen bekommen können, richtig? I think we lost him, Bird. Wow. Bitte schreib mir in den Kommentaren, dass ich den. See your wow and raise you a whoa. Look, stop being so cute! It's like we're at the edge of the world. Actually, we seem to be at the corner of it. Welcome to the Far Lands, my friend. Okay. Annie, soll ich dir helfen? I'd feel a lot better about going into this crazy wall thingy if I wasn't still hungry. Hey, at least Jesse found those potatoes. That might be the saddest sentence ever uttered. Ja, leider. Aber hey, ich hab Kartoffeln. Hätte ich den Kuchen bekommen können? Side, isn't it? Leute. Bitte, bitte schreib mir in die Kommentare, dass ich den Kuchen nicht hätte bekommen können. Schatz. Hier, guck mal. Kannst puzzeln. Bitte sag mir, dass ich den nicht hätte bekommen können. Wenn doch, dann verfluche ich mich gerade so sehr. Wieso habe ich nicht einfach den Kuchen genommen? Ach. Egal. Stretching skyward in all its glory, like a monument to chaos itself. Hat Ivor die gebaut? Did Ivor build this? No, of course not. This is a natural phenomenon. The intersection of two of the great walls that form the boundary of our world. Okay. Incredible. You can say that again. Incredible. My fault. Should have seen that coming. Doesn't seem as scary as I imagined it. A little fear is healthy sometimes, Jesse. Whatever Ivor is hiding in here, it will be extremely well guarded. Oh, das klingt... Wunderbar. This way, I suspect. Ich habe übrigens versucht, den Kuchen zu bekommen, weil ich jetzt beim auf der PS4 nicht versucht habe und ja, es ging ein bisschen anders aus als gedacht. Ich hätte was anderes erwartet. Ich hätte was anderes erwartet, um ehrlich zu sein. Aber gut. I'd feel better about this if Axel and Petra were here. I know what you mean. Ja. Mir geht's ähnlich, aber Petra ist dort, wo sie ist, sicherer. Glaube ich zumindest. Hoffe ich. Und Axel... Ja, gut, ich mache mir auch Sorgen um Axel. Ich hoffe, Axel geht es gut. Ey, wenn ich gleich im Part die Episode beenden muss... Schrei ich! It would appear so. Wait, what? Ich hasse Labyrinthe! Ich hatte gehofft, das Labyrinth wäre aus einer anderen Episode. Just wander into the world's hardest maze without a guide. Unfortunately, this seems to be the only way forward. There has to be another way. A secret door or I don't know. Some way around. There's no way we're going into some crazy maze that Ivor built to keep people away. We'll find some other way through. Yeah, I'm best decision you've made all day.
Wobei, das habe ich auch auf der PS4 gemacht. Ich hätte besser das andere nehmen sollen. Na ja, egal. Hey, Lucas. Hey! Dafür, dass ich da, dafür habe ich jetzt einen Trank der Sprungkraft. So, that's a good thing, I guess. Okay, hier ist Keys. Cool. Glad I wasn't standing here when this fell. Yep. Hier sind Ranken, an denen wir hochklettern könnten. Hey, Blumen! But no trees. Guess it's a Farlands thing. Ah, I guess so. Eine kaputte Wand. Ivor needs to take better care of this place. Ich hätte doch besser die andere Option nehmen sollen, weil ich hätte gerne gewusst, wie es läuft, wenn man in das Labyrinth geht. Und nicht außen herum quasi. Everyone, on guard! There's too many. We can't fight. Oder passiert das trotzdem? I don't know. Klettern. Guys, climb the vines. Yep. Olivia, pass bitte auf meinen kleinen Rubenschatz auf, ja? Ich will ihn nicht verlieren. Ich will euch alle nicht verlieren. Bitte schreibt mir doch in die Kommentare, was passiert, wenn man wirklich durch das Labyrinth gehen will. Ich schätze mal, man verpasst hier oben hin. Ich weiß es nicht. Ah. Hey, guys! Yeah, but now what? Ihr seid so weit entfernt. Das gefällt mir nicht. Let's just head that way and find a place where the paths connect. Okay, cool. So I hope they don't get lost in there. Ich hoffe, ich verlaufe mich nicht. I hope I don't get lost in there. Das hab ich ja gerade gesagt. Ich hoffe, ich verlaufe mich nicht. Ja, ich weiß, dass ich mit Umschalt schneller laufen kann. Oh, ich hasse dieses Labyrinth. Oh, wo muss ich nochmal lang? Ich weiß es nicht. Oh mein Gott, das wird furchtbar. Ich glaube, ich laufe falsch. Laufe ich falsch? I don't know. Ich glaube, ich laufe falsch. Ich muss nach da. Aber ich glaube... Ey, da sind die Leute. Wieso sind die plötzlich da unten? Wieso bin ich alleine hier oben? Ach, oder kann es sein, wenn ich durch das Labyrinth gehen möchte, dass ich nur hier draußen rumlaufe? Hm. I first met Ruben near a waterfall like this. Hope the little guy's okay. Aww. Cute. Oh mein Gott. Oh, Erinnerung. Erinnerungen sind immer doof. Oh, ich hasse Erinnerungen. Ah, ich hab da so... Das sieht toll aus. Hey, Ivor's Hütte. That must be Ivor's lab. Sieht was a little closer. Ja, ich wünschte auch, es wäre ein bisschen näher. Aber es sieht ganz cool aus, um ehrlich zu sein. Oh shit, das sind Zombies. Guys, ich hoffe, ihr seid vorsichtig. Kann ich nicht einfach die Ranken runterklettern, damit ich wieder bei meinen Freunden bin? Nein? Okay. Oh, was ist das? Eine fliegende Insel. I think it's safe to say the Farlands are strange. Yep. Ich kenne auch so eine fliegende Insel. Ich verrate euch aber nicht vorher. Was ist das? Kaputte Wände? Huh. Okay. Guter Kommentar. Schön, dass wir darüber geredet haben. Okay, hier kann ich nicht lang. Cool. Weiß ich, was Annie da gerade labert, aber Annie labert gerade irgendwas. Irgendwas mit dunkel und pitchnass, glaube ich. Egal. Ich weiß, dass hier gerade eben eine Spinne war. Ich erwarte dich. Spinne. Hey, ich komme hier schneller durch als bei meinem ersten Durchlauf, was irgendwie keine Verwunderung sein sollte, weil... Okay, doch, es sollte eine Verwunderung sein, weil, ganz ehrlich, ich habe das Labyrinth total vergessen. Ich habe keine Ahnung mehr davon. Och, ich hasse Labyrinthe. Wobei, ich würde gerne mal durch das Laufen, einfach nur um zu sehen, wie das so wirklich ist, in echt, aber... Stirb. Danke. Och, komm schon! Jetzt habe ich nicht mal mehr eine Waffe. Ja doch, ich habe noch meinen Bogen. Hier geht's nicht weiter, okay. Ja, um ehrlich zu sein, ich würde gerne wirklich mal durch ein echtes Labyrinth gehen, weil... Es ist einfach interessant, einfach mal zu sehen, wie die so aufgebaut sind. Also, das würde ich gerne mal sehen. Aber ansonsten... Labyrinthe in Videospielen sind immer der Graus.
Weil man ist einfach nur... Ich meine, es ist ziemlich offensichtlich, welchen Weg man gehen muss. Das ist der einzige, der nicht die ganze Zeit durchbrochen ist. Aber findet den erstmal! Hey, Olivia! Und Ruben! Oh, verdammt. Hexe! Hexe! Ah! Bam! Bam! What? Das lief besser als gedacht. Oh Mann, was war das? Also die Glitches sind auf dem PC eindeutig schlimmer als auf der PS4, muss ich wirklich zugeben. Und die Untertitel sind manchmal nicht so doll. Ich wünschte mir echt, ich könnte auf dem PC einfach einstellen, dass ich auch englische Untertitel habe. Ich wünschte, es gäbe allgemein in dem Spiel die Option, weil die Deutschen finde ich meistens nicht ganz so gut. Und ganz ehrlich, ich verstehe Englisch gut genug, dass ich das verstehen kann. Weil, um ehrlich zu sein, so schwer ist das Englisch hier nicht. Es ist ja nicht so super mega schwer. Ich muss wirklich sagen, in den meisten Telltale-Spielen ist das Englisch noch ziemlich einfach. Das ist wirklich noch Schulniveau-mäßig. Vielleicht ein bisschen schlimmer als Schulniveau, aber... also ein bisschen schwerer als für, wenn man das in der Schule lernt. Aber... was ist das? Würde ich auch gerne. Was ist das? Und wie kann ich es selber bauen? Nee, aber deswegen, also, ich finde, wie gesagt, das Englisch ist nicht so schwer bei den Telltale-Spielen. Deswegen wünsche ich mir, ich könnte auch die englische Untertitel anstellen. So wie auf der PS4. Ich meine, klar, auf der PS4 muss ich dafür extra meine PS4 auf Englisch stellen, aber es geht wenigstens noch. Und nicht so wie hier, also. Ich meine, ich könnte, glaube ich, meinen PC auf Englisch stellen. Ich weiß nicht. Aber ich weiß nicht, ob ich das so sehr mögen würde. Oh, naja, mal gucken. Vielleicht für Season 2. Mal sehen. Wir werden sehen. So, hey, eine Truhe. Truhe, Truhe, Truhe. Was ist da Schönes drin? Gimme! Ivor kept some redstone dust handy. Hm. And a slime ball. Okay. Schleimball und Redstone Dust. Cool. Abgrund. Sehr tief. Okay. Sehr weit. I don't see a way across. Ja, ich wollte gerade sagen, wie kommen wir jetzt rüber? Kann ich meine Freundin suchen gehen? Nope. Warum kann ich meine Freundin nicht suchen gehen? Was ist das für eine Maschine? Huh. Redstone Blocks, some pistons. Wonder what this thing's supposed to be. Hello? Anyone? Olivia, is that you? Jesse. Olivia, Ruben. Euch geht es gut. Das ist schön. I thought I'd never find you. Wo sind die anderen? Any sign of the others? Not yet. Oh. This maze? Okay. We don't have time for this. Yep. I know. Who even knows where the others are by now? Ich hoffe, es geht ihnen gut. The clock's ticking here, Jesse. Yet we're lost in some elaborate puzzle. Wir müssen die anderen finden. We really need to figure out what happened to the others. I wonder if they found some other way across this gaping bottomless pit. Ich glaube nicht, dass sie einen Weg gefunden haben, aber naja, wer weiß. What about this thing? Could it get us across? It's some kind of flying barge. It would probably get us to the other side. But it's in really bad shape. And it's really complicated. You can fix it though, right? Wollte ich gerade sagen, kannst du es reparieren? I think it's out of my league. What? Oh, komm schon, Olivia. I wish I'd had more time to study with Elagard. Come on, I'll help you. Genau, ich helfe dir. How are you gonna help me when I don't even know where to start? Oh, Olivia, du bist klug, du schaffst das schon. This layout doesn't even make any sense. What was Ivor thinking? Olivia. Don't. Elagard herself said I don't have what it takes to be a great engineer. Wait, what? Right. I just can't hack it. I might as well be a coward. Dann beweise ihr das Gegenteil, verdammt nochmal. Show the world what you're made. Ich weiß, dass du es drauf hast, Olivia. Jesse. Ich glaube an dich. She's the greatest redstone engineer ever. Oh, Olivia. She's in the order of the stone. Sure. The order are still people, just like us. Genau. Just like us.
I mean, how are we the ones saving the world when even they don't have what it takes? Soren and Ivor are always at each other's throats. The greatest warrior in history doesn't remember his own name. None of them give Elagard any respect. And Magnus lost his life trying to fight this. Olivia, du darfst nicht aufgeben. Okay? If the Order can't do this, how are we supposed to? Wir schaffen das schon. Zusammen. How are we supposed to do anything? We're nobody. The Order of the Nothing. All I know is, the world is depending on genau, wir müssen die Welt retten. Oder willst du unbedingt das... Is in trouble. I mean, they defeated an Ender Dragon. Can you name even one thing we've done right? Managing to stay alive. Something that actually wir haben den Orden wieder vereint. We're the ones who brought them back together again. You found Elagard, I found Magnus. We both played a role with Soren. Yeah, I suppose that's true. Und außerdem, ganz ehrlich, Olivia, die Welt verlässt sich auf uns. Wir müssen die Welt retten. Und dann willst du unbedingt, dass jeder auf dem Ganzen auf der Welt stirbt, nur weil wir zu blöd und zu feige sind, um mal so eine blöde Maschine zu reparieren. Komm schon, Olivia. Du bist besser als das. Okay? All right. I'll try it one more time. Danke. I love you, girl. Wait a second. I think I see what he was trying to do. Jesse, take this piston, craft it into a sticky piston, then place it on the other side of the barge, along with a redstone block. You got all that? Yes. I think so. Okay, ich hab nichts davon kapiert, aber gut. Oh, Ruben, ich kann auch mit Ruben reden. Ruben! 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 Na, mein Schwein. She's gonna be just fine. Sometimes people just need a pep talk. Genau. Ah, Ruben, ich bin so froh, dass es dir gut geht. Okay, ein klebriger Kolben. Das muss dahin und das muss dahin. Okay. Cool. Das haben wir schon mal. Und ich schätze, für den Rest müssen wir einfach nur bop. Bop. Ich weiß nicht, warum es manchmal so schnell geht und manchmal nicht, aber gut. Wow, das war einfach. Okay, redstone block. Ui, super. Okay, und das kommt jetzt da und dahin. Und ich könnte mit Olivia nochmal reden, aber ich glaube, sie will gerade nicht gestört werden. Also, ja, verwenden wir das nochmal. Cool. Okay. Let's put the redstone block where it's supposed to go and place these pistons. Genau. Let's put that here and this here. Okay. So, you did it? Holy cow, we did it! Yay, we did it! And steel to get it started. Cool. I'm awesome. Proud of you, Olivia. Thanks. Hast du toll gemacht, Olivia. Thanks for everything you said just before. It really helped. No problemo. Oh, Henny. Kannst du damit in deinem Zimmer spielen? Ja, dein Auto. Lauf, 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 lauf! Go, go! Quick, onto the barge! Zombies! Zu viele Zombies! Ah, mach! Okay. Zombies, 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 Zombies. Ich komme, ich komme, ich komme, ich komme, ich komme. Ich hasse Quicktime Events! Ich hasse Quicktime Events! Voll mein PC! That was close. Everyone okay? For the moment, okay. Remember something. Didn't Elagard build a machine like this once? Yes, in the Nether. You were terrified of flying on it. What? Stuff and nonsense. Oh no, I'm positive. I'm afraid of flying too, Soren. Really? No, not really. Just wanted to see if you'd bite. I'm a bitch. Ich bin manchmal ein bisschen gemein, aber egal. Hat auch Spaß gemacht. Okay, ich hätte wirklich ein bisschen Angst, um ehrlich zu sein. Oh, die Zombies stehen immer noch da hinten. Well, that was exciting. By exciting, meinst du? I assume you mean absurd and unnecessary.
At least we made it. Genau. Let's go see what he's hiding in there. Ich hoffe wirklich ein Zauberbuch, womit ich meine Waffe verzaubern kann. Das wird cool. Hoffe ich. Ja. This is glowing and that's glowing. Und was sind das für Steine? So many books. We should be careful. Oh, jetzt will ich Minecraft stalken. Let's just start looking for the enchanting book. Das ist furchtbar. Jetzt will ich Minecraft stalken. Was ist denn so? Ich brauche wieder Minecraft für meinen PC. Hey, Lucas. Lucas. Having any luck? No. Just, I've been thinking about other stuff, actually. Oh, okay. Was denn? You know, Gabriel, the ocelots, people getting wither sickness and amnesia. Don't get me wrong. I'm glad I came with you. I'm just scared for everyone. Oh. For them, for us. Du bist ein guter Freund, Lucas. The fact that you're always thinking about others, it says a lot. Well, I like my friends. I guess that's why they're friends in the first place, right? Either that, or you like that they say nice things about you. Ivor, on the other hand, I think his only friends were books. I guess being an angry loner leaves you a lot of time to read. Tell me about it. How to Train Your Slime, the various uses of mushroom stew. Wait, what? Oceanology Volume 24? Any of them the enchanting book? I don't think so. Was sind das für Bücher? Vor allem 24, wie viele von den Teilen gibt es noch? Ich meine 24 auf jeden Fall, aber Alter, ich will gar nicht wissen, ob es noch mehr gibt. A brief history of cubism. Okay. Crafting for noobs. Revised. A collector's guide to precious gems. Well, Crafting for Noobs wäre etwas für mich. Vielleicht soll ich mir wirklich mal so ein Handbuch zulegen. Und dann mache ich ein Minecraft-Let's Play. Nein, mache ich nicht mehr. Nein, nein, wäre eine blöde Idee. Sehr blöde. Haben wir es noch nicht ja schon gemacht. Es war nicht so toll. Glaube ich. I feel like we're spreading ourselves too thin. I miss how things used to be. That first night we all spent together. Wir sind immer noch ein Team. Okay? But we're all wir halten immer noch alle zusammen. That's how teams work. Hey, okay? You almost said teamwork. See? We're still funny. And we can still get things done. Not funny at being all. Split up but just means we can be in more places at once, right? Genau. And, like the wither storm. Let's just forget that metaphor. Ja, diese Metapher vergessen wir immer ganz schnell. Und ihr könnt mir ja in die Kommentare schreiben, ob ihr gerne ein Minecraft-Let's Play sehen wollt oder nicht. Damit ich auswähle, was das für blau leuchtende Steine sind. Ich liebe blau! Entschuldigung. Getting excited here. The unabridged redstone encyclopedia. Okay. Zombies and pigs. An intimate memoir. Oh, none of these seem to be enchanting books either. Ja, und ich will nicht wissen, worum es wirklich in diesem Buch über Schweine und Zombies geht. Hilfe. In this mess, it's as though Ivor learned nothing from my lectures on organizational methodology. If only he hadn't gotten lost in that confounded swamp. He could just tell us where the book is. Coming here was his idea. He should be here for it. He was just doing what I asked. It wasn't his fault we got separated. Genau. Not really. Is that supposed to make me feel better? Nö, ich sag dir, ich nehme nur Ivor ein bisschen in den Schuss. Finding anything here is impossible. Hey. Impossible? No way. Genau. Ganz ehrlich, so. Fine, I will continue this monotonous search. But I reserve my right to grumble about it. Ja, von mir aus. Du darfst rummeckern, aber ganz ehrlich, wir finden schon einen Weg, okay? Machen wir. Wir schaffen das. Hoffe ich. Hey, Ruben. Ruben, what are you doing? Yeah, well, you're gonna get yourself cooked. I've told you before. Stay away from lava. Genau. Lava ist gefährlich für dich, Ruben. Hinter tust du dir noch weh. Noch mehr Bücher. Cool. 20,000 blocks under the sea. What? Learn to succeed by thinking inside the box. I think I'm in the wrong part of the house. Ja, eindeutig.
This Ivor character. I'm recalling that he knew something about potions. Can one of these stop the wither monsters? I'm remembering correctly, am I not? That's what started this whole mess, actually. A potion. Yep. Then perhaps a potion can end it. His potions just aren't strong enough. Leider nicht. Leider nicht. I see. Nicht mehr, zumindest. Potion of blindness. A potion of dullness. What? A potion of nausea. Ugh. None of these will help me. Aww. Jesse, am I going to be all right? Or is this just who I am now? Don't worry. We're going to find a way to fix you. Genau. You and Petra and everyone else the Witherstorm affected. But to do that, you'll need to destroy the command block, will you not? So that's exactly what we'll do. Genau. Wir schaffen das schon. I admire that. Danke. eigentlich gebe ich sehr schnell auf, glaube ich. Ich würde nicht mal mehr sagen, dass ich sehr schnell aufgebe. Aber hey! Um ehrlich zu sein, ja, man erkennt sehr gut, dass Ivor sich mit Tränken auskannte und hätte Axel den Trank nicht gestohlen, dann wäre das alles nie passiert. Naja. Oh, ich glaube, wir müssen einen Hebel herstellen. So, let's do it. Makes sense that Ivor would have a crafting table. Oder auch nicht, weil wir kein, weil unser Charakter erst herausfinden muss, dass es das machen muss. Okay, let's look. Hey Olivia, I think there's some redstone over here. Looks like a circuit. We probably just need a lever to power it. Too bad I don't have one. Well, I can craft one. No functioning circuit. I can craft one. Craft! Come on! Benutze diese Werkbank! Okay, ich schätze mal, es ist... Wait. So, erstmal Stöcke herstellen. Und dann machen wir den Hebel. So. Hopp. Ja, ich weiß sagen, wie man einen Hebel macht. Ich lerne dazu. There we go. A good old fashioned lever. Yay. So, und den jetzt in das Loch packen und dann finden wir hoffentlich das Buch. Hoffentlich. Like it was made for it, which it was. Which it was. Let's see what this sucker does. Okay. Leg ihn um. Und schauen wir mal. Das Lava verschwindet. Oh, Treppen. Warum müssen es immer Treppen sein? Ich habe langsam genug von Treppen. A passageway. Why would you build a secret passage in a house nobody ever visits? More like, why wouldn't you? Secret passageways are cool. Good point. Stimmt auch wieder. Jesse hat da nicht unbedingt recht. Aber warum müssen es immer Treppen sein? Guys? Great. Soren, you Are did. You guys okay? Great. We're fine, but the lever isn't working anymore. This sucks. Stay there. We'll head down and see what we can find. Keine Sorge, wir kommen wieder. Hoffe ich. Soren, das ist deine Schuld, um ehrlich zu sein. Und könnte das Kapitel mal zu Ende sein? Ich guck mal eben, wie lange ich schon aufnehme. Okay, wisst ihr was? Ich beende zwar eigentlich immer zu den Kapiteln, aber im Moment denke ich mir einfach nur so, ja, das Kapitel dauert vielleicht noch ein bisschen, also lasse ich es mal. Vor allem, weil ich glaube, dass wir uns langsam auch dem Ende nähern und ja. Ich würde die Episode auf jeden Fall in einem Part beenden und nicht wieder zwei Episoden in einem Part machen. Und deswegen, ja. Wir sind, glaube ich, bei Kapitel 3 gewesen. Das heißt, wir sind jetzt bei Kapitel 4, glaube ich. Wenn ich mich recht entsinne. Ich bin mir nicht ganz sicher. Also von daher, verprügel mich, wenn es dem nicht so ist. Aber auf jeden Fall, oh, stimmt, ja. Es läuft ja gar kein Ladybug mehr. Egal. Auf jeden Fall, was ich sagen wollte, ist einfach, ich hoffe, euch hat dieser Part gefallen. Ich werde einfach diesen Part hier jetzt. Also wie gesagt,
Ich habe keine Ahnung, wie lange jetzt noch das Kapitel ist und... Ja, es hat gerade gespeichert, von daher ist es nicht ganz so schlimm, wenn ich jetzt ausmache, also... Ja. Ich hoffe, euch hat dieser Part gefallen. Wenn euch dieser Part gefallen hat, abonniert doch unseren Kanal. Drückt auf Gefällt mir, kommentiert vor allem, ob ihr vielleicht ein Minecraft-Let's Play haben wollt. Wenn nicht, ist das auch okay. Ich weiß jetzt sowieso nicht, wie ich das unterbrechen soll. Und ja, schaltet das nächste Mal wieder rein, wenn es wieder heißt Let's Play Minecraft Story Mode. Bis dann!